mein Name ist Stefan Ross. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, einen riesen Fan von mir zu überraschen. Der arbeitet da drinnen, der hat überhaupt keine Ahnung, dass ich jetzt komme. Schauen wir mal rein. Hallo, guten Tag, grüß dich. Der Herr Hans Zippert arbeitet hier. Hallo, guten Tag, Stefan Ross. Das ist der Fan. Sind Sie der Herr Hans Zippert? Der Zippert. Ja, das ist er. Das gibt's ja nicht, der Stefan Ross. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Na, voll der Fan. Das gibt's echt nicht. Und alles klar, oder? Pizza, Teig schon fertig? Nein. Hab da gerade was hergerichtet und. Ja, ja, ja. Unser Pizza oder was? Ja, gern, oder? Aber nur wenn Sie machen. Also ich bin der Stefan, gell? Ich bin der Hansi. Der Hansi. Haben Sie das gewusst? Nein, sorry. Ist das der Chef? Das ist der Dragan, das ist mein Chef. Ja. Wie heißt der Dragan? Der Dragan. Ja, was auf was warten wir? Machen wir Pizza, oder was? Ja, auf was? Hallo. Guten Tag, mein Name ist Carsten. Ich bin von dem. Hallo. Zippert. Ich bin von dem Produktionsteam. Und wir machen einen kleinen Film mit Stefan zusammen, mit Ihnen als Überraschung. Und wir würden wahnsinnig gerne, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Sie entführen, den Englischen Garten einen Tag verbringen mit dem Stefan. Ja, das machen wir, oder? Wenn der Chef jetzt nichts dagegen hat, von mir aus gern. Da kann der für da mit. Ist das, ja, darf ist das man mit, Herr Zippert? Wollen Sie jetzt weggehen? Ja, jetzt? Ja, die wollen mich mitnehmen mit dem Stefan Moos. Kennst du schon, gell, den Stefan Moos? Eigentlich nicht. Wie eigentlich nicht? Jemand muss doch hier arbeiten jetzt. Aber ist ja, da machst du das selber. Ihr könnt mir da nicht die Überraschung mit dem Stefan Moos jetzt versauen. Da. Das ist doch blöd. Ja, nicht, dass die rausschmeißen, Herr Kippert. Oder wie heißt der Zippert? Zippert, gell, Entschuldigung. Du bist der Arsch, bist du was geh? Du bist der Arsch. Der ist nicht so, nicht, dass er dich erschmeißt. Der ist ein Arsch. Weißt, da hab ich eine Chance, da ist er so ein Arsch. Was soll das jetzt? Nein, das die sind doch mit der Kamera schon da, jetzt lass mich da gehen. Was soll denn der Scheiß? Das geht nicht, das interessiert mich nicht. Da musst du arbeiten. Du bist der, aber du kannst mir mal was tun. Weißt du jetzt schon, wenn du da rausgehst, dass du nicht mehr ja, brauchst? Vierte, was denn? Ich schick dir die Mutti. Genau, der schickt die Mutti dabei. Oder? Komm, schlecht, ich schreite dir raus. Ah, du bist der Arsch! Du bist ein echter Arsch, bist du! Ich möchte aber jetzt keine Probleme haben, oder? Nein, das soll sich schleichen. Das passt auch? Das passt auch, das soll sich schleichen mit seinem Wein und mit dir und das passt schon. Aber nicht besser. Und jetzt schleppe ich den Stefan Ross mit nach Hause zu meiner Mutti. Aber nicht, dass du Probleme kriegst. Nein, ich hätte keine Probleme. Wenn der so ein Arsch ist und sie ansteht, was soll ich machen? Und jetzt schickst du Mama vorbei, oder was? Ich rufe meine Mutter an, oder wir gehen schnell vorbei, dass die Mami da aushilft. Ja, okay. Mutti! Hast du die Zeitung noch gar nicht mitgenommen? Heute? Der für mich, oder? Mutti! Mutti! Ja, was wird das hier? Ja, ja, hallo, Gottes. Frau Zippert. Na, so was. Na, um hast du nicht kennt? Wo hast du Stefan Mo? Ja, wo hast du denn hier? Ich bin in seinen Shop gegangen, seine Pizzeria-Backstube. Reingekommen. Und der Haberer hat jetzt gesagt, dass ich nicht mehr geschissen kann. Gottes Willen, kommt's rein. Wie gibt's denn das überhaupt? Das ist der Stefan Moos. Und das bei uns, wenn ich das gewusst hätte. Ja. Da hätte man die Tante Gerda angerufen. Können wir da noch wen anrufen? Ja, freilich, oder? Ja, stört nicht. Da weiter, kriegt sie einen Kakao da drin. Ja, Mutti, bleiben wir da, gell? Da. Und da muss ich mich gleich umziehen fürs Fernsehen. Mutti, tust mir bitte die Tracht herrlich. Sieht ein bisschen blöd aus in der Tracht.
Warum? Das schaut doch lustig aus. Der spinnt. Das finde ich übertrieben. Nein, Schmarrn. Das habe ich ihn ganz frisch bügelt. Das schaut doch gut aus. So müssen Sie doch mal in der Pizzeria stehen und Pizzas verkaufen. Nein, das dürfen wir nicht. Das haben Sie also gesehen. Das will ich, wenn Sie mir das anfangen. Freude. Ja? Ich komme ein bisschen blöd vor, wenn ich da so jemand anlaufe. Nein, warum? Ist doch lustig. Was soll ich machen? Einfach nur reinschauen. Wo? Da. Oder da. Da. Da reinschauen? Ja. Nur reinschauen. Ja. Und dann? Ja, zuposten. Brust. Nein. Da. Wo? Da. Brust. Komm schon. Noch einmal. Brust. Jetzt trinken wir. Genau, noch mal Schluck nehmen. Schau, du nimmst den. Nein, denk's nicht. Das schmeckt mir nicht. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. So, dann gehen wir. Hörst du das jetzt, hab ich die Tür offen lassen. Ja, die gehst schon zum Haberer, gell? Ja, ich schau runter dann, gell? So, vielleicht sehen wir uns noch, gell? Kommen wir uns noch einmal wieder, Schatz. Ja. Das ist ja mit. Ja, dann koche ich euch was. Mach's dann mach ich eine Gulasch. Also, kannst du nicht aufpassen. Wiederschauen. Papa, wiederschauen. So, und jetzt gehen wir mit dem Stefan Ross in den englischen Garten. Da kommt er bestimmt ins Rudern. Papa Mutti.